Kirchenväter, Konzilien und viele Theologen des Mittelalters hielten das Gewinnstreben durch Handel oder Geldverleih für besonders sündhaft. Bis ins späte Mittelalter steigerte sich besonders die kirchliche Ablehnung des Zinsnehmens. Dass Geld an sich noch mehr Geld hervorbringen könne, erschien als widernatürlich und unrecht. Zwischen kirchenrechtlicher Norm und ökonomischer Praxis tat sich daher eine immer größere Kluft auf. Der Kaufmann genoss in den aufblühenden Städten Wertschätzung und ohne Gelddarlehen war das komplexer werdende wirtschaftliche Leben gar nicht mehr vorstellbar. Nur ein Beispiel sind die Investitionskredite für den außereuropäischen Seehandel. Spätestens zu Beginn des 16. Jahrhunderts schwanden auch in der kirchenrechtlichen Theorie die Bedenken gegen einen moderaten Zins. Einen wichtigen Beitrag zur Harmonisierung von Norm und Wirklichkeit leistete der mit den Fuggern verbundene Theologe Johannes Eck, 1486 bis 1543. Er fand einen Zins von 5% völlig gerechtfertigt. Dagegen folgte Luther insgesamt der rigoroseren, älteren kirchlichen Linie. In seinen 1524 verfassten Bedenken von Kaufshandlung zum Beispiel erneuert er die Vorbehalte gegen den Kaufmann und unterscheidet auch nicht zwischen karitativen und Investitionskrediten. Andere zeitgenössische Theorien, etwa vom Augsburger Konrad Peutinger, beleuchteten die Vorteile für das Gemeinwohl, die eigennütziges Wirtschaften mit sich bringt, zum Beispiel Aufträge und Arbeit für viele. Luther aber ging es gar nicht um Wirtschaftsmechanismen oder auch gerechtere Strukturen. Seine Mahnungen verstehen sich am ehesten als eine an den Einzelnen gerichtete Predigt, sein tatsächliches oder vermeintliches Sündigen zu unterlassen.